Natur der Hormonherausforderung. Was bringt sie wirklich mit? Hallihallo, Hallöchen, moin moin und herzlich willkommen zu diesem Video. Vergangenes Event haben wir hier die Truhe der Hormonherausforderungen bekommen und theoretisch können wir uns hier insgesamt für 9 Stück, 3 Stück pro Truhe mit Prägestein, einen funkelnden Prägestein kaufen. Einmal für 5 Truhen ein Paket mit 10 Fusionssteinen bzw. ein Paket mit 10 Seelen von Silberstahl oder für insgesamt 10 Truhen 2 funkelnden Perlen der Bruderschaft, die wir an sich nicht unbedingt wollen, weil naja. Aber was ist jetzt tatsächlich hier in den Kisten drin? Und wie wahrscheinlich ist, dass wir hier was rausbekommen? 5 Kisten mache ich jetzt pro Mal auf. Insgesamt sind es 35 Kisten. Schauen wir mal, wie da die Verteilung ist. Glückselixier, die Schwarzfeder, das Nachtschuppenfragment, beziehungsweise die 2 Nachtschuppen und 10 ältesten Fragmente ignoriere ich im Endeffekt. Also alles, was garantiert drin ist, auch die 2 makellosen Edelsteine. Eher uninteressant. Ich will wirklich mal sehen, wie viele Pakete mit Kristallen drin sind, wie viele polierte Prägesteine bzw. Beutel der Handelsunion. Komplette Geisterschuppen, auch wenn wir das gar nicht brauchen oder ob die gar nicht drin sind, ist einfach nur ein kleiner Schreibfehler. Ist ansonsten Nachtschuppen oder Schuppen des Ältesten könnten auch drin sein. Scharlachblüten, Regenbogenfaden, was man auch nicht unbedingt braucht, makellose Juwelenhammer oder 10 makellose Edelsteine, die uns ja aus dem Anmeldungs-Belohnungskalender geklaut wurden, nicht nur einmal. Und die verschiedenen Truhen. Bin ich mal gespannt, wie viel drin sind. Deswegen die ersten 5 mache ich jetzt schon einmal auf. Und drin enthalten tatsächlich schon mal 4 Beutel der Handelsunion der Drachen. Das heißt, ich kann im Inventar gleich auch was aufwerten. 10 Schuppenfragmente des Ältesten ja garantiert drin. Marke. Es sind auch 10 Stück zu erwarten. Hier auch 10 Stück zu erwarten. Waren 5 Kisten. Dann auch das. Also Handelsbeutel der Drachenunion. Eine Belohnung daraus. Und eine versiegelte mahagonifarbene Truhe. Auch eine Belohnung daraus. Sogar Elfenbein und sogar 2 grüne. Eine versiegelte Truhe. Versiegelt, weil mit Rechtsklick geht die nicht. Die geht im Drachenexpress. Da schauen wir uns gleich an. Eine Azurblaue, also Klamotten gibt es hier noch und Löcher. Und ein Regenbogenfarben. Den wollen wir eigentlich nicht unbedingt. Brauchen wir aktuell eher weniger. Und hier haben wir jetzt schon Geisterschuppen dran. Ui. Ekelhaft. Auch wieder Beutel der Handelsunion der Drachen. Und sogar eine versiegelte Regenbogenglückstruhe. Hier von den anderen Truhen auch mal was drin. Enthalten. Ich sortiere mal kurz nach der Wertigkeit. Okay, so Blutrot habe ich noch nicht, Elfenbein habe ich allerdings, eventuell muss ich nach da vorne ziehen. Die versiegelte Grüne habe ich, Mahagonifarben habe ich, Regenbogenfarben habe ich, Elfenbein. Cool, also mir fehlt noch die goldene Glückstruhe und die Blutrote. Machen wir mal die nächsten Pakete auf. Nochmal 5 Stück, nichts Neues. Also hier, Beutel Handelsunion der Drachen, auch im Trove aktuell drin. Unbedingt mitnehmen, wenn ihr hier noch nicht alles offen habt. Wird relativ teuer, beziehungsweise hier im Lager später. Kostet euch jeder Slot einzeln was, mehr Slots als es hier gibt nicht. Die 4 unteren bleiben immer zu. Blutrot und vergoldet, glaube ich, aktuell gar nicht mal mehr dran, dass die wirklich enthalten sind. 20 Kisten habe ich noch. Schauen wir mal. Doch, Tatsache, hier eine vergoldete, eine blutrote, also alle Kisten komplett rausbekommen. Beutel Handelsunion der Drachen auch wieder ein paar drin gewesen. Jetzt hier auch eine Scharlachblüte. Wollen wir an sich auch nicht unbedingt haben. Ist in Ordnung, dass es drin ist, aber gut. Nachtschuppe oder Schuppe des Ältesten, sehr interessant. Wie gesagt, das ist auch ein Paket mit 3 Stück, also 3 Scharlachblüten hier drin enthalten. Öffnen wir 5 weitere und hier dann auch endlich der erste makellose Juwelenhammer. Wollen wir auch nicht unbedingt haben. Auch hier jetzt wieder Beutel der Handelsunion der Drachen drin enthalten. Langsam nähern wir uns dem Ende. 10 Stück haben wir noch, beziehungsweise 2 habe ich dann auch noch in der Mailbox liegen. Die öffne ich im Anschluss auch. Und hier, sehr schön, Paket mit 50 Geweihtkristallen.
Auch wieder hier azurblaue Kiste Mahagonifarbene und eine weitere goldene sowie noch weitere Handelsbeutel der Union der Drachen. Und hier dann auch einen polierten Prägestein für unsere Trickwettertafel. Kostenpunkt diesen zu verwenden. 40 heilige Kristalle sowie Seelensteinkristalle und 10 Gewaltkristalle und Mondsteinkristalle und 15 Gold-Attribute, die wir hier an sich bekommen könnten. Das Nonplusultra, Chi-Kraft und kritischer Schaden. Ansonsten Chi-Kraft selber immer genial dabei zu haben. Und jetzt wollen wir mal schauen, was wir hier mit den verschiedenen Truhen anstellen können. Und das sind einmal hier die paar Klamotten hier, die es dann im Drachenexpress für die Truhen gibt. Kristallschimmer und die Kopfverzierung. Allein wegen den Handelsbeuteln hier. Und vor allem den Nachtschuppen. Das ist 35 Kisten. 3,5 Nachtschuppen rausziehen. Das spart schon ungemein an Zeit. Und im Gegensatz zu dem Quatsch, der hier unten drin ist, lohnt es sich auch deutlich mehr. Wie gesagt, Fusionssteine durch PvP. 10 von Silberstahl. Nach und nach zusammenfarben, im schlimmsten Fall hier durch 6 Herausforderungen der Woche und sämtliche Klamotten könnt ihr Bekleidungslieferungsmarken an weitere Charaktere auf eurem Account verschicken. Hier bei der Schattenwache für die Mahagonifarbene Kiste doch eher schade, dass diese oft drin ist. Die Klamotte gab es ja umsonst letztens in einem Event komplett kostenlos dazu. Wortschöpfer. Und der Spektralkreis, die Schattenwache kennen wir ja größtenteils und noch auch noch und hier Feuer und mit Feuer bekämpfen. Letztlich hier noch die Truhe mit Illusionswaffe des Bildes. Diese auch auf dem Account verschickbar, solange nicht angelegt, schätze ich mal, beziehungsweise solange nicht hier aus der Liste rausgeholt. Diese kostet euch dann allerdings auch keine Kleidungslieferungsmarken, deswegen schauen wir uns hier nochmal an. Dann das Illusionsschwert. Dann die Illusions- sowie Chi-Schulpen, dann euer Armbrust für den FM, für den Berserker, die Illusions-Axt, dann für Assassin und Paktierer der Dolch, für den Beschwörer ein Bären-Illusionsstab. Der Schütze kriegt hier diese Waffe, der B-Schützer, einen dicken Zweihänder und der Bogenläufer schicken Bogen. Ansonsten eine Sammlung für diese Sachen gibt es leider nicht, da rein kosmetisch. Wenn euch eine Klamotte davon gefällt, holt sie euch auf jeden Fall. Wenn ihr ansonsten hier die Kisten, die es ja immer zusätzlich gab, nicht gebrauchen könnt, macht euch die Klamotte, schickt sie euch für Kleidungslieferungsmarken. 6 Stück für die Klamotten und 3 Stück für das Haar. Schaut sie euch einfach an und schreibt mir, wenn ihr möchtet, gerne mal unten in die Kommentare, welche Klamotte hiervon ihr am besten findet und wie viele Kisten ihr effektiv rausbekommen habt. Anschließend möchte ich dann nochmal eine Truhe der Hungerherausforderung aufmachen. Die eine für 7 Dailies und die andere für 7 Dailies an 7 aufeinanderfolgenden Tagen. Ob die Kisten einen besseren Inhalt haben, das sehen wir jetzt. Und effektiv, nein, haben sie nicht. Hier noch eine blutrote Glückstruhe, also die Haarverzierung kann ich mir noch einmal holen. Ansonsten hier oben die Sachen schön, also noch ein paar mehr davon bekommen. Ansonsten war es das auch erst einmal mit diesem Video. Bleibt mir gewogen. Bis dahin. Matane.